Ich sehe schon einen Wasserfilter leuchten. Ups. Gegenstand, den wir nicht kennen, so. Ja. Oh. Komm, den tricksen wir aus, Männer. Den holen wir uns von hinten. Ha! Schöner Schussgeber. Danke, Männer. Wir wiegen 78,7 Kilo. Wir schaffen es nicht. Private, mach ja keine Panik, Mann. Ich höre nichts, Skipper. Kowalski, du stehst unter Stress, du schwitzt. Da war was, Sir. Seid ihr bereit, Männer? Euer Leben für den Chef zu lassen. Nein, natürlich nicht so. Ich möchte noch eine ganze Weile leben. Ich bin doch noch so jung. War doch bloß ein Spaß, mein kleiner Private. Nur ein Spaß. Ich fand es nicht so lustig, Sir. Rico, wie fandest du's? Ist so, Rico fand's lustig. So. Lage abschätzen, Männer. Alles ruhig, Sir. Was war das? Eine Granate, Sir. Hast du nicht gesagt, alles ruhig? Naja. Die Berechnungen. Kowalski, Kowalski. Wir müssen noch etwas an deinen Berechnungen feilen. Sir, wenn ich mal eine Anmerkung machen darf. Es gefällt mir nicht hier an diesem Gebüsch. Wir gehen ja schon los. Oh. Na gut, dass du es gesagt hast, Kowalski. Da kommt auch schon der erste Kunde. Oh. Aber uns gehört. Nein, da läuft er. Feuer frei. Mann. Oh, er lebt noch. Jetzt nicht mehr, Sir. Abziehen, Männer. Sofort abziehen. Pistole auch. Unsere Brille schmeißen wir weg und klauen seine. Ach, das Tuch können wir ihm lassen. Oh. Ein Level 11er, Sir. Das konnte ja keiner ahnen, Kowalski. Aber nehmen wir ihn trotzdem aus. Wir haben schließlich alle mal klein angefangen. Und uns hat auch keiner mit Samthandschuhen angefasst. Das stimmt, Skipper. Das stimmt. Das stimmt doch immer alles, was ich sage. Rico? Das möchte ich dir auch geraten haben, junger Freund. So, wir laufen jetzt davor, hocken uns in den Busch und checken mal wieder die Lage. Das wäre ein Leadskipper. Keine Ahnung, habe ich mir so ausgedacht. Gefällt's dir, Kowalski? Eigentlich nicht so. Hm. Wir müssen noch an deinem musikalischen Verständnis und an deinem Melodiegefühl arbeiten. Es kommt keiner, Sir. Hm. Dann wird's Zeit, dass wir aufbrechen, Männer. Ich möchte mich auf euch verlassen können. Alle einsatzbereit. Natürlich, Skipper. Klar. Hm. Ja, ich auch, Skipper.
Das weiß ich doch, mein Kleiner. Wenn hier einer einsatzbereit ist, dann bist du es, kleiner Private. Wann darf ich denn mal eine Waffe halten, Sir? Bald, mein Kleiner, bald. Das sagst du aber jetzt schon eine ganze Weile, Skipper. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe meine Gründe dafür, kleiner Mann. Das glaube ich dir gern, Skipper. Aber ich möchte, ich bin so schießmüdig. Das ist meine Sorge, kleiner Mann. Dass du uns mit deinem Geballer sämtliche Gegner der Map auf den Hals ziehst. So, Leute. Die kleinen Ärschchen sind, sind eingesalbt. Dann gehen wir mal zu unserem Loot-Bunker. Wir hoffen auf fette Beute. Oh, ich sehe schon einen Wasserfilter leuchten. Ups, da ist er. Das gute Stück. Und so eine Schnecke. Braucht kein Mensch das Ding. Aber der Wasserfilter ist ein echtes Goldstück, Männer. Machen wir es lieber so. Skipper wieder gut gelaunt, was heute? Ja, Männer. Nein, was mache ich hier eigentlich von Affen der Adler? Eine volle Truhe, Männer. Oh, da lacht das Herz, da lacht das Herz. Genau das, was wir brauchen. Für unsere Bitcoin-Farm. Auf zu leveln. Skipper! Ja, Kowalski. Konzentration. Ja, Entschuldigung, Mann. Ich war gerade nur etwas außer mir vor Freude. Wir trampeln hier hoch wie die Elefanten. Mann, hat er Stahlschuhe an. Also, wir haben ja Stahlschuhe an, Männer. Nicht, dass ich wüsste, so. Wozu sind die gut, Skipper? Wer? Die Streichholzschachteln. Damit stellen wir Schießpulver her. Ah, Schießpulver. Ja, Schießpulver. Okay, wir sind überlastet. Jetzt schon, Sir? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie können wir nicht viel tragen. Wir sind Schwächlinge, wir müssen mehr trainieren. Aber wir trainieren doch schon jeden Tag, Sir. Wie die Kuppis. Ich weiß. Das bringt offensichtlich nichts. Wir schwitzen schon, wenn wir einen Pups lassen. Nein? Oh. Ja. Sehr gut, sehr gut. So, lass uns mal checken, was wir alles im Rucksack haben, was wir rausschmeißen können. Hm. 45,9 Kilo, Männer. Was für ein Schwachsinn. Und wir sind schon voll. Oh. Ich dachte, das ist der Kampf von vorn. Jetzt kommt er von hinten. Ein wildes Gefuchtel, Sir, wenn ich das mal sagen darf. Ich weiß, Kowalski. Ich weiß. So, dann wollen wir mal sehen, was der Sportsfreund für uns hat. Ich bin schon ganz gespannt, Skipper. Er fragt mich mal, kleiner Mann. Ist ja auch bald Weihnachten. Komm, all den Kram weg hier. Es gibt tatsächlich noch einen Gegenstand, den wir nicht kennen, Sir. Ja. Wo?
Da soll das kein Gebüsch so. Ich weiß. Hat sich aber so angehört, als... Ich kann das immer so schlecht einschätzen, Männer. Sehr gut so. Lootet. Oh, ein Level 51er. Er hat feinstes Zeug dabei. Oh, die goldene Pistole, die nehmen wir uns mit. Da schleicht noch einer, Sir. Er war nicht allein. Komm, den tricksen wir aus, Männer. Den holen wir uns von hinten. Ich glaube, er kommt so. Schmeiß mal eine Granate an den Hals. So. Achtung, los geht's. Jetzt umrunden wir ihn. Rucksack weg. Nein, ich hab mich verdrückt. Rucksack weg jetzt. Wir müssen beweglich sein, Männer. Beweglich. Oh. Ha! Schöner Schuss, Skipper. Danke, Männer. Drei Leute hier. Was machen wir, Skipper? Ich weiß auch nicht. Wir müssen erstmal Zeug wegschmeißen von uns. Kopfhörer weg. Ich will nicht alles auf einen Haufen schmeißen. So, da rein mit dem Ding. Er liegt nicht im Karton, Sir. Werfen wir jetzt klein, nicht Kowalski? Nein, Sir, ich wollte es bloß erwähnt haben. Zur Kenntnis genommen. Oh, Männer, wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Wir sind viel zu schwer. Alter. Skipper. Wir verbrauchen viel zu viel Ausdauer. Ja, ich hör's. Was sollen wir machen? Wir müssen unseren schönen Loot wieder leider zurücklassen. Das ist Mist. Wir wiegen 78,7 Kilo. Ui, wir müssen zusehen, dass wir schnurstracks zum Ausgang kommen. Wir können echt nicht weit rennen, Männer. Skipper, ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen. Wir schaffen es nicht. Private, mach ja keine Panik, Mann. Wir ruhen uns hier aus. Dann springen wir wie bekloppt da vorne über die Rampe. Und dann geht's zum Ausgang. Kein Stress. Behaltet eure Nerven, Männer. Es fällt aber schwer, Skipper. Das fällt echt schwer. Ich weiß, ich weiß. Und da wird auch noch geschossen. Eine Scheiße. Blockiert uns einer den Weg. Was machen wir, Skipper? Wir haben keine Zeit für große Planänderungen. Wir müssen es riskieren. Entweder wird das hier eine coole Sache oder wir gehen dabei drauf. Ich will nicht drauf gehen, Skipper. Ich auch nicht. Aber ich will den Loot rauskriegen. Und wenn wir hier noch ewig rumhocken, wird das nichts. Wir schleichen ganz leise, hätte ich fast gesagt. Das Geklapper hat man bis nach Tokio gehört. Kurz verschnaufen. Verschnaufen und Lage checken. Ich höre nichts, Skipper. Kowalski, du stehst unter Stress, du schwitzt. Du bist nicht mehr Herr deiner Sinne. Auf deine Berechnungen verlasse ich mich nicht mehr. So, Männer. Mehr können wir nicht tun. Vollgas. Oh, der Balken geht schnell runter. Da war was, Sir. Wollte die Ratte uns noch hinterhältig abfangen?
Dieses Schwein, Sir. Dieses Schwein. Ja, Sir, ja, Private. Dieses hinhaltige Schwein, aber wir haben keine Zeit, ihn zu looten. Ich hätte ihm gerne alles weggenommen. Aber ich glaube, es war ein Scav-Spieler. So. Hier müssen wir nochmal kurz aufpassen. Nicht, dass der Ausgang offen ist. Er ist zu, Sir. Okay. Das wissen hoffentlich die anderen auch. Wir kommen keine 2 Meter weit, Sir. Ui, da hinten wird tatsächlich noch geschossen. Da haben wir mehr Glück gehabt als Verstand, Männer. Mann, die Zeit sitzt uns im Nacken. Nicht, dass hier noch einer angerannt kommt, wie von der Tarantel gestochen. Wenn ja einer von der Tarantel gestochen ist und losrennt wie ein wilder Affe, dann sind wir das, Männer. Du sagst es, Skipper. Viereinhalb Minuten noch, Sir. Männer, ich sag's ungern. Das könnte echt eng werden. Keine 4 Minuten mehr, Sir. Oh. Männer, vielleicht haben wir Glück. Am Rotblock kommen wir ohne Counter raus. Wenn er funktioniert, Sir, wenn er funktioniert. Ich weiß, er hat uns schon oft im Stich gelassen. Aber das ist, glaube ich, unsere letzte Hoffnung. In 3 Minuten schaffen wir es nie bis zur Crossroad. Hoffentlich funktioniert das so. Ja, hoffentlich. Wir werden es gleich wissen, Männer. Wir werden es gleich wissen. Ja, wir sind raus. Gott sei Dank, so. 7600 XP. 4 Spieler erschossen und einen hinterhältigen Scav-Spieler, der uns in den Rücken schießen wollte, Männer. Das war ein sehr guter Schuss, Sir, Chef.